Ja, die Basis sollte generell profitieren auch bezüglich echter Basisdemokratie, aber auch bezüglich anderer Punkte von der verfassungsgebenden Versammlung der Gemeinwohllobby, denn die sind weiter als die Basis. Dort ist jetzt sozusagen die Diskussion eröffnet zwischen der Gemeinwohlökonomie von Christian Felber und der gemeinwohlorientierten Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung der Next Scientists for Future.de. Das werde ich Ihnen alles gleich zeigen. Ich werde Ihnen alles, äh, Sie einführen in die Welt der Gemeinwohllobby und so weiter. Aber äh, und die Basis, die die hängt noch auf dem Level sozusagen. Sich mit der Anthroposophie zu beschäftigen und von der Gemeinwohlökonomie hört man zu wenig und von der gemeinwohlorientierten Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung der Next Scientists for Future sehr viel zu wenig, sozusagen. Ja, also, aber erst das Allerwichtigste. Was ist das Allerwichtigste, was wir im Studium lernen müssen? Also hier. Unser, sozusagen, wir verstehen ja mittlerweile hier uns als kostenlose, gute Mini-Universität, an der man studieren kann, und circa 50 Menschen pro Tag hören zum Beispiel eine Vorlesung von Anfang bis Ende, wie viel Texte gelesen werden bei uns und so weiter. Wissen wir nicht genau, denn, wie gesagt, wenn man hier auf unserer Homepage, wo ist es, jedem Link folgt, dann und immer, immer dem Prinzip folgt, jeden Link auch wirklich anzuklicken, dann eröffnet sich die ganzen, öffnen sich alle Studienmaterialien und auch alle Studiengänge dieser kostenlosen, guten Mini-Universität, an der man studieren sollte, wenn man es ernst meint, mit einem glücklicheren, gesünderen, längeren und besseren Leben insgesamt, dann, denn, dann lernt man das, was man dort braucht. Und das Wichtige, was man Wichtigste, was man lernen muss, Schluck Wasser, ist erst einmal hier unten rechts an dem rundlichen Ding die Wunschgeschwindigkeit einstellen, weil ich ja so langsam spreche. Und kurzer Hinweis noch, bitte alle Mitglied in die Basis werden und den Antrag stellen, die gemeinwohlorientierte Wirtschaftsordnung der Next Scientists for Future in die Basisdiskussion einzuladen und hineinzubringen und da zu talken drüber und so weiter ja? und die Basis darüber konsensieren zu lassen, so wie irgendwelche Leute, wobei ich nicht weiß, wer das dann im Moment ist, bei der Gemeinwohllobby, dann ja auch über unseren Verfassung, unsere Verfassungsänderungsvorschläge äh, entscheiden werden. Mal gucken, wie, wie, wie weit das dann eine repräsentative Wählerinnenstichprobe stichprobe macht oder eine nicht repräsentative Gruppe, die dann wieder, ja, vielleicht dann auch wieder das in die falsche Richtung entwickelt, sozusagen. Also, Selbsterkenntnis ist der einzige Weg zur Besserung der Welt, etwas wissenschaftlicher. Die freie Argumentekultur des wechselseitigen Falsifizierungsversuches ist die einzige Chance für die Menschheit. Gehen wir wieder auf die Selbsterkenntnis als einziger Weg zur Besserung der Welt. Wenn Sie also die Welt bessern wollen, müssen Sie erst einmal sich verstehen lernen. Und ich versuche Ihnen zu helfen, indem ich noch mal kurz erzähle. Wie es mir gegangen ist. Die Ultrakurzversion versuche ich jetzt. Ja, als Kind schaltete meine Mutter den Fernsehapparat um, sobald zwei Menschen dort Körperkontakt hatten, sich auch nur küssten. Bei Doktorspielen mit der hübschen Nachbarstochter wurde uns Kleinkindern signalisiert, dass das irgendwie etwas Schlechtes, Gefährliches und Böses war. Wir... Erwarben also sozusagen wir uns auf uns wurde im Sinne eines Killer-Virus des Geistes äh, der vorteilbringende Irrtum übergeben. Körperkontakt ist schlecht. Ich, äh, als ich meinem Vater Bussis gab, signalisierte er ja auch: Oh, das ist irgendwie schlecht. Das ist irgendwie Angst auslösen. Das ist irgendwie gefährlich. Irgendwie nicht gut und so weiter. Und dadurch erwarb ich den vorteilbringenden Irrtum. Übernahm ich den vorteilbringenden Irrtum, äh, der und wir werden gleich wissen, wessen vorteilbringender Irrtum es war, äh, und äh, nämlich, dass Körperkontakt schlecht sei. Äh, die Mädchen, die, in die ich äh, in der Schule verliebt war, denen traute ich mich nicht anzunähern, denn jeder Wunsch nach Körperkontakt ist ja natürlich äh, dann irgendwie gefährlich, böse und schlecht. Ne? Und äh, wie ist es bei Ihnen? Äh, ist bei Ihnen, der hat bei Ihnen der vorteilbringende Irrtum bewirkt, dass sie Bedürfnisse nach Körperkontakt gar nicht mehr haben, dass sie diesen drastischen Mangel an Körperkontakt und Zärtlichkeit und Liebe in ihrem Leben gar nicht mehr spüren. Bei vielen Menschen geht es tatsächlich so weit, dass diese vorteilbringenden Irrtümer so stark sind und die Ängste so stark sind, dass bei jedem auch nur leicht aufkommenden Bedürfnis Richtung Körperkontakt sozusagen sofort eine Unterdrückung stattfindet, so dass der Mensch dann das so erlebt wie, ach ich brauche das alles nicht. Ich habe was weiß ich, ich habe meinen. Ich habe meinen Ehemann und mehr Körperkontakt brauche ich sowieso nicht. Nein, also ich, 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 das reicht mir alles und das ist, ich, ich will davon gar nicht so viel haben und so weiter. Ja, bis hin zu den asexuellen Menschen, die also sagen, nee, ich, das ist gar, ist gar nicht Teil meines Lebens sozusagen. Ja? Und ja, ich gehe mal weiter hier. Ja, was passierte dann mit mir sozusagen, da, nachdem ich mich den Mädchen in der Schule sozusagen nicht, nicht angstfrei annähern konnte, sie nicht angstfrei umwerben konnte und mit ihnen nicht angstfrei äh, Körperkontakt haben konnte, äh, dadurch erlitt ich ja einen Endorphinmangel. Und da liegt der Grund darin, warum ich mein ganzes Leben... Mit der Gefahr der Esssucht äh, ständig kämpfe. Ja? Und ich wurde also quasi auch zum immer zum, zum Käufer und äh, potenziell übermäßig viel Essen konsumierenden Menschen. Also zum potenziell guten Kunden für die Nahrungsindustrie. Und jetzt wissen wir auch, wo der vorteilbringende Irrtum herkommt. Nämlich irgendwie aus dem Umfeld der Nahrungsindustrie, wobei wir natürlich äh, äh, gucken müssen, was ist denn das Umfeld der Nahrungsindustrie? Sie gibt ihre milliardenschweren Werbespots an die Medienwelt. Und die Medienwelt, in der wird quasi dieser vorteilbringende Irrtum multipliziert, dort wird äh, unterschiedlich stark, je nach Sendung zum Beispiel im Fernsehen, äh, Körperfeindlichkeit zum Ausdruck gebracht, das also es werden alle freieren Formen der Sexualität zum Beispiel negativ kommentiert. Überall wird Angst gemacht. Es wird, es wird sozusagen Sexualität, was weiß ich, wenn, wenn ein Mensch zu alt ist, ein möglicher Partner, Körperkontaktpartner zu alt ist, zu jung ist, zu dies ist, zu das ist. Es gibt immer tausend Gründe, warum der Körperkontakt schmutzig, schlecht und böse sein soll. Und das multipliziert. Und daher hatten natürlich auch meine Eltern diese, diesen vorteilbringenden Irrtum übernommen und hatten eben dann das an mich als Kind weitergegeben. Das, was sie eben aus den Medien kannten, nämlich dass Körperkontakt schlecht und böse und so weiter ist. Und ja, und so fließt dann der Geldfluss, also Folge dem Gelde. Und das ist eben Selbsterkenntnis. Und Sie sollten sich fragen, was ist in Ihrem Leben passiert, ja? Und der Geldfluss ist eben der, dass mein Geld, das Geld meiner Eltern und später mein eigenes Geld an die Nahrungshändler läuft im Rahmen meines Kämpfens mit der Esssucht. Und dieses Mehr an Geld, was darin fließt, also dieses Mehr kaufen, als ich eigentlich bräuchte, um satt zu werden, sozusagen, dieses Mehr kaufen, äh, dieses Mehr an Geld fließt also an die Nahrungshändler, Sparte, also an die Nahrungssparten. Und von den Nahrungssparten an die Mediensparten, die kriegen einen Anteil an der Beute ab, sozusagen. Und, und äh, je mehr Kunden durch die Medieninhalte zum Beispiel esssüchtig werden, desto mehr Geld landet bei den Nahrungssparten und desto mehr Geld können diese wieder, Abgeben, als Teil der Beute abgeben im Rahmen der Werbeetats an die, äh, an die Mediensparten. Sozusagen die Mediensparte ist der Multiplikator des Vorteil, der Vorteil bringt, desjenigen vorteilbringenden Irrtums, der mein Leben schwer beschädigt hat und mich jetzt äh, jeden Tag leiden lässt. Durch den Kampf gegen die Esssüchtigkeit, gegen die, die Gefahr der Esssucht. Ja. Und damit schlage ich mich jeden Tag qualvoll um. Und außerdem habe ich natürlich, weil ja alle Menschen infiziert sind von diesem vorteilbringenden Irrtum, der Angst vor Körperkontakt, habe ich natürlich immer in meinem ganzen Leben trotz unzähliger Freundinnen und so weiter immer einen relativen Mangel an Körperkontakt gehabt und aber auch verspüren können, weil bei mir die Unterdrückung der, der, der Körperlichkeit nicht so weit ging, dass ich nicht selbst meine Bedürfnisse wahrnehmen konnte. Wie ist es bei Ihnen? Ja? Wie ist es da mit der Selbstwahrnehmung und der Selbsterkenntnis? Ne? Und äh, dann erwarb ich im Studium die Idee, den Vorteil bringenden Irrtum meiner eigenen Psychotherapeuten sparte, nämlich dass man nur einen Schalter im Kopf der Menschen umlegen müsste und dann würden sie auch glückselig werden, ohne Körperkontakt und so weiter. Die Wahrheit ist, dass der Mensch letztendlich viele andere Menschen braucht, also eigentlich so etwas wie den eine Kommune braucht, in der er viel Körperkontakt hat, viel Zärtlichkeit hat und so weiter. Und das durften wir Psychotherapeuten aber nicht unterrichten, sozusagen, den Menschen also nicht die Wahrheit sagen. Und, und unsere ganzen politischen Reformen laufen zum Beispiel ja auch auf die Hausarztgesundheitskommune hinaus. Und die Tatsache, dass dann die Hausärzte und die ganzen Praxen sozusagen den Menschen helfen werden, wieder in mehr Generationen Wohngemeinschaften und Kommunen zu leben und sie darin begleiten werden, weil sie genau wissen dann als Ärzte, je, je glücklicher die Menschen sind und je mehr Körperkontakt sie haben, desto seltener werden sie krank und desto mehr Geld verdient dann ja. Der neue Hausarzt der Zukunft ja dann, nämlich wenn er Krankheiten verhindert, verdient er ja nach unseren Reformen am meisten Geld. Ja, und, und deswegen, wir helf, beraten ja auch Kommunen und wir beraten die Politik und alles endet am Ende darin, dass zum Beispiel ich irgendwann auch in, so in einer Kommune meiner, meines Hausarztes dann leben möchte und werde, dann vielleicht dort auch wieder ganz äh, wie im Naturzustand ganz viel Körperkontakt habe, glücklich bin, keinen Endorphinmangel mehr habe und dann nicht mehr mit der Esssucht kämpfen muss und dann die, äh, die sozusagen die Nahrungsindustrie wird ja auch nach dem neuen Schlüssel bezahlt. Je glücklicher ich bin, je besser mein Wohlfühlen, desto mehr Verdienstzuschüsse also verliert die auch das Interesse daran und, und die vorteilbringenden Irrtümer breiten sich nicht mehr aus und werden nicht mehr multipliziert von den Medien, sondern werden zum Aussterben gebracht durch eine groß angelegte Aufklärung darüber, dass diese vorteilbringenden Irrtümer eben alles nur Irrtümer waren. Ja, das war das Wichtigste. Und jetzt erst die Gemeinwohllobby und dann die Kurznachrichten. So, dann gehen wir jetzt mal dahin. Also, wo ist das jetzt hier? Hier hier steht oben auf der Home, äh, das ist gemeinwohllobby.de, Schrägstrich, Vertrag, also fair so geschrieben, Vertrag minus Entwurf. Da finden, kommen Sie auf diese Seite, ja. Und das können Sie jetzt wahrscheinlich nicht ganz lesen. Naja, gut, es ist knapp jedenfalls. Das brauchen Sie jetzt ja auch nicht lesen, das können Sie ja selber aufrufen. Ja. Sie können ja auch das die, immer alles, zum Beispiel die, 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 die Nennung der URL, die ich eben gemacht habe, also gemeinwohllobby.de und so weiter, das können Sie ja alles immer wieder, so lange wiederholen, bis Sie es dann abgeschrieben haben und eingetippt haben. Ne. So, und jetzt zeige ich Ihnen das zum Beispiel. Im Gegensatz zur Basis ist also jetzt bei uns unsere Texte verankert, zum Beispiel bei der Präambel in einer Welt, in der es normal wurde, mit Andersdenken nicht mehr zu sprechen. Das zeige ich Ihnen alles dann gleich in Größe, aber Sie sehen, unser Vorschlag ist drin. Ja, also der Next Scientist for Future. Änderungsvorschlag der Präambel übrigens dieser Text wurde, ist eigentlich ein Text von dem Herrn Jürgen Wagner, den wir nur gekürzt haben und äh, einfach mal unter unserem Namen dann auch mal als Vorschlag reingestellt haben. Dann haben wir hier Grundrechte und Pflichten, also wir kümmern uns erstmal nur um die ersten Punkte des Ganzen. Und hier sind wir auch wieder drin, als Nummer, Vorschlag Nummer 988. Wohlfühlen, Gesundheit und Langlebigkeit und Wohlstand der Menschen sind Wirtschafts- und Gesellschaftsziel. Sie sehen es, also wir sind drin und wünschen uns das natürlich auch bei der Basis drin zu sein und in der Diskussion zu sein. Und dann haben wir hier den nächsten Verfassungspunkt, den also. Äh, da sind wir auch wieder drin. Bei allen ökonomischen Aktivitäten hat das Schutzbedürfnis der Wählerinnen, ihres Wohlfühlens, ihrer Gesundheit, Langlebigkeit und ihres Wohlstandes einen absoluten Vorrang. Sie sehen, wir sind drin. Die anderen Punkte interessieren uns erstmal nicht. Denn wenn die Verfassung von den ersten drei Punkten her schon einen falschen Weg einschlägt, dann ist es sowieso unbrauchbar, dann ist alles weitere dann auch nicht mehr interessant. ja Für uns ist erstmal nur entscheidend, ob diese ersten Punkte übernommen werden oder welche Diskussion stattfindet. Das werden wir alles sehen. Und jetzt zeige ich Ihnen äh, sozusagen was habe ich jetzt gemacht. Ach so, das wollte ich Ihnen zeigen hier. Achso, jetzt habe ich das noch nicht groß gemacht. Jetzt mache ich das mal schön groß. Mal gucken, wie groß es geht. Es geht sogar noch größer, ne? Oder ist das jetzt zu groß? Ich glaube, Sie können das noch lesen. Ne? Ich lasse es jetzt mal gut sein. Also. Und zwar... Die Präambel, das, das ist mir nicht so wichtig mit der Präambel, aber das ist eigentlich schon wichtig. Also Wagner Vorschlag Wagner Dylan zur Präambel. In einer Welt, in der es normal wurde, mit Andersdenkenden nicht mehr zu sprechen, braucht das an oberster Stelle als Schlüssel für bestmögliche Lösung aller Einzelthemen endlich eine echte freie argumentkultur frag denn dann können wir bei jedem thema nach den besten argumenten gehen für das gemeinwohl aller statt nach irrationaler willkür dogmatisierung so werden alle relevanten informationen auch von verschiedensten experten frei sichtbar und gemäß Argumentequalität statt Korruptionseinflüssen beurteilbar, bei freudiger Offenheit für Kritik bzw. einander falsifizieren. Freie Wahl alternativen Übersicht für freie Wähler ist das Ziel im Sinne des altbekannten Friedensprinzips Argumente statt Fäuste bzw. Manipulation. Zum Beispiel in zukünftigen Volksentscheid-Wahlprogrammen statt einseitigen herkömmlichen Programmen und in Foren wie zum Beispiel freie-argumente-kultur.net. Es gibt verbreitete Ängste vor öko- oder sozialdiktatorischen Auflagen und Verboten, wozu tatsächlich viele tendieren. Wir möchten demgegenüber respektieren, dass jeder Mensch erstmal besonders an seinen, äh, seinen unmittelbaren eigenen Bedürfnissen und Freiheiten interessiert ist. Ein Mensch fühlt sich besser, je mehr er durch positive Anreize motiviert wird, statt ihm etwas aufzuzwingen. Und, und im Sinne eines Dauervolksentscheides gibt es ein neues, zusätzliches, gemeinwohlorientiertes Wahlrecht, die Wohlfühlstimme für alle einzelnen Menschen, damit sie ständig zeigen können, wie gut es ihnen geht und woran sich dann alle gesellschaftlichen Abläufe, Gesundheitswesen, Nahrungsherstellung und Angebot, Sicherheitsbereiche, Mobilitätsangebote, Maßgeblich orientieren müssen. Zum Beispiel in auf solche Weise funktionierenden, vertrauenserfüllten Hausarzt, und Gesundheitskommunen und so weiter. Das war die Präambel, also die erste Weichenstellung in Richtung alle verschiedenen Seiten hören, nicht mehr diktatorisch zensieren und so weiter immer die andere Seite hören, ausdiskutieren und dann die beste Lösung finden. Und jetzt, wo steht die Gemeinwohl-Lobby bisher? Bisher hat man sozusagen sich äh, äh, ein Zwischenergebnis gehabt äh, und hat so Dinge geschrieben. Ich lese mal vor. Grundrechte und Pflichten, Ehrfurcht vor dem Leben. Unter besonderer Vorrangstellung sind die Würde aller Menschen und deren natürliche Lebensgrundlagen auf höchste Weise zu schützen. Ja, das ist so ein Punkt. Was ist die Würde aller Menschen? Das ist mir zu unkonkret. Und wieso soll ich, wieso werden die natürlichen Lebensgrundlagen auf die gleiche Stelle gestellt wie die Menschen? Ja. Das, das birgt eine Gefahr in sich. Wir wollen doch endlich etwa Politik für Wählerinnen machen und nicht für Käfer. Ja, ich mache mal ein Beispiel, ja. Es gibt eben Menschen, die wollen Politik für Käfer machen. Die, das, sind, das sind Menschen, die tragen ihre vorteilbringenden Irrtümer, zum Beispiel einer NGO, ja, die Gelder sammelt für um das Aussterben des Käfers zu verhindern. Und diese profitieren natürlich, beziehen ihr Gehalt durch die Spendengelder. Und die versuchen uns natürlich, haben den vorteilbringenden Irrtum, ja, diese, jeder Käfer ist für uns total lebenswichtig und überlebenswichtig, dass der bestehen bleibt. Da wird verschwiegen quasi in diesem vorteilbringenden Irrtum, dass Abermillionen Arten ausgestorben sind auf der Erde in den letzten Millionen, hunderten von Millionen Jahren, ohne dass das irgendwie uns Menschen oder dem Leben insgesamt irgendeinen Schaden zugefügt hätte. Also das Aussterben irgendwelcher Käfer spielt nur dann eine Rolle, wenn am Ende der Kette de dieses Aussterbens der Mensch dabei beschädigt wird. Und das müssen wir natürlich verhindern und deswegen heißt es bei uns jetzt im Gegensatz zu dieser etwas schwammigen ersten Satz sozusagen heißt es bei uns eben nicht Ehrfurcht vor dem Leben sondern Artikel 1 Wohlfühlen Gesundheit Langlebigkeit und Wohlstand der Menschen sind Wirtschafts- und Gesellschaftsziel Sie merken es es geht um uns Menschen es geht uns um uns Wählerinnen und nicht um Käfer ja und dann lese ich weiter der nächste satz hier der bisherige gemeinwohllobby-satz lautet zweiter satz der mensch hat aufgrund seiner stellung in der welt eine besondere verantwortung für den planeten bewahrung, schutz und pflege für seinesgleichen sowie die vorhandene belebte und unbelebte Natur. Hier wird also der Kä lieber Wähler, liebe Wählerin, hier wird also der Käfer kriegt die gleichen Verfassungsrechte im Prinzip wie sie. Ich kann mir irgendwann wird von vielleicht eine NGO für diesen Käfer klagen, weil ja laut Verfassung dieser Käfer quasi Menschenrechte hat. Das halten wir wieder nicht für sinnvoll. Sondern wir sagen, nur durch Bewahrung der Natur, ach so, ach so, unser ersten Satz habe ich gar nicht vorgelesen. Wohlfühlen, Gesundheit, Langlebigkeit und Wohlstand müssen, wo immer möglich, gemessen werden. Also Daten eingesetzt werden, nicht zu ihrem Schaden wie bisher, sondern zu ihrem Vorteil eingesetzt werden, liebe Wählerinnen. Und zur gemessen werden und zur Lenkung aller Gesellschaftsteile, also aller Sparten, hin zum Gutes tun, also zum Nutzen der Menschen eingesetzt werden. Ja, das ist also der Punkt. Hier wird schon angedeutet, dass also wir die gesamte Gesellschaft neu lenken müssen. Ja, eine neue Lenkung der gesamten Wirtschaft brauchen, nämlich eine gemeinwohlorientierte Ausrichtung durch Lenkung erzwingen müssen, erzielen müssen. Ja, ja aber unser zweiter Satz dann zum zweiten Satz heißt dann: nur durch Bewahrung der Natur lässt sich Wohlfühlen, Gesundheit und Langlebigkeit steigern, der Menschen steigern. Also wird so für die Natur ausreichend gesorgt werden durch alle Wirtschafts- und Gesellschaftsteile. Und der Käfer wird dann gerettet werden, wenn er für unsere Gesundheit und unser Wohlfühlen wichtig ist. Wir gestalten also die Natur so, dass sie für die Menschen optimal ist und nicht für den Käfer optimal ist. Ja, das heißt, wir akzeptieren es so wie der Biber, der, wenn er einen Stausee anlegt, dem, dann ist ihm auch egal, was da alles an Tieren ausstirbt, in dem Wasser ertrinkt und ausstirbt. Ja. Denn, denn der biber kümmert sich um biber und der biber gibt dem käfer der dann ertrinkt sozusagen keine menschenrechte keine biberrechte und genauso sollten wir auch dem käfer keine menschenrechte geben sondern da, sollten da also nicht auf die vorteilbringenden irrtümer der ngos hören die über solche irrtümer nämlich dass wir unbedingt jeden Käfer brauchten für unser eigenes Wohlfühlen und uns unsere eigene Gesundheit, weil die dadurch ihr Gehalt beziehen und, und ihr Gehalt steigern können, ja? weil sie uns mit solchen Irrtümern ja hin manipulieren, dazu möglichst viel zu spenden. Ja, dann haben wir Artikel. Grundrechte und Grundpflichten. Ja, und jetzt kommt äh, wieder die Gemeinwohl-Lobby-Version. Schutz des Gemeinwohls. Artikel 2: Schutz des Gemeinwohls. Bei allen ökonomischen Aktivitäten hat das Schutzbedürfnis von Mensch, Tier und Umwelt einen absoluten Vorrang vor Gewinninteressen. Da wird so eine Art Verteuflung der Gewinninteressen gemacht. Das wird man nicht durchhalten können, sozusagen. Wir müssen nur eben die, die Gewinne ändern. Wir müssen Gewinne für glückliche, gesunde Menschen ausschütten. Also, und nicht Gewinninteressen an sich sind nicht der Teufel, sondern die, die Gewinnmöglichkeit durch Schädigung der Menschen. Äh, etwas zu erreichen. Und wir sehen hier auch wieder, Tier und Umwelt äh, sozusagen kriegen den gleichen Verfassungsrang wie die Menschen, wie Sie, liebe Wählerinnen. Damit kriegt der, der, der Käfer quasi den gleichen Verfassungsrang und kriegt quasi einklagbare Rechte. Das halten wir nicht für sinnvoll. Bei uns steht also, bei allen ökonomischen Aktivitäten hat das Schutzbedürfnis der Wählerinnen, ihres Wohlfühlens, ihrer Gesundheit, Langlebigkeit und ihres Wohlstandes einen absoluten Vorrang. Jetzt heißt es hier weiter. Wer soziale Schäden oder Umweltschäden verursacht wird für sein Handeln rechtlich zur Verantwortung gezogen und sanktioniert, sofern das Handeln absichtsvoll und oder grob fahrlässig dem Gemeinwohl schadet. Das bedeutet, dass wir eine Prozessflut kriegen würden. Das ist ein vorteilbringender Irrtum. Vielleicht hat diesen Text hier, diesen Teil, ein Rechtsanwalt geschrieben, denn alle Richter, Rechtsanwälte und Staatsanwälte werden Unsummen verdienen an der Prozessflut, die daran entsteht, dass man vor Gericht rumzackern wird. War das jetzt absichtsvoll? War das etwa grob fahrlässig oder nicht und so weiter. Alles völlig unnötige Prozesse, aber eben das sind vorteilbringende Irrtümer von der Rechtsanwaltsparte, die in diesen Verfassungspunkt hier reingeflossen sind. Deswegen heißt unsere Alternative, möglichst ohne vorteilbringende Irrtümer, wer diesbezügliche Schäden verursacht, wird für sein Handeln durch geminderte oder durch eine Minderung der Ver seiner Verdienstzuschüsse sanktioniert, sodass danach dem Gemeinwohl bestmöglich gedient werden muss. Sonst geht man nämlich pleite. Wer nämlich weniger Verdienstzuschüsse bekommt als die Konkurrenz, der wird über kurz oder lang pleite gehen. So zwingen wir quasi ohne Prozesse zu brauchen, erzwingen wir das richtige Handeln. Und sparen uns die Profit, äh, Profitlinie oder das Geschäft der, der Rechtsanwälte sozusagen. Ja? Dann Gemeinwohllobby. Wer soziale Systemschäden oder Umweltsystemschäden verursacht, wird für sein Handeln steuerlich bei akzeptablen und rechtlich bei inakzeptablen Folgen zur Verantwortung gezogen. Bei uns heißt es, wer Schäden an den Kunden, Mitarbeitern und Anwohnern verursacht, wird für sein Handeln durch reduzierte Verdienstzuschüsse zur Verantwortung gezogen. Dann heißt es hier bei der Gemeinwohllobby, der Urheber ist verpflichtet, inakzeptabel entstandenen Schaden des Gemeinwohls zu beseitigen. Zum, zur Maßgabe des Gemeinwohls wird die Gemeinwohlmatrix der Gemeinwohlökonomie nach Christian Felber verwendet. Immerhin ist man hier also immerhin schon auf dem Trip zur gemeinwohlökonomischen Denkweise. Das ist ja richtig. Jetzt unser Satz unser besserer Satz Zur Maßgabe des Gemeinwohls wird die Gemeinwohlsystematik der gemeinwohlorientierten Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung nach den WWW Next Scientist for Future verwendet. Ja, damit ist nämlich alles gesagt, denn bei es geht eben nicht, macht ja keinen Sinn. Schäden noch zuzulassen und sie dann gerichtlich zu verfolgen oder reparieren zu lassen, ja, wie es hier heißt, Schäden wieder zu beseitigen, sondern durch unsere Verdienstzuschussreduktion als Sanktion kommt es dazu, dass alle Sparten der Gesellschaft von vornherein dafür sorgen, dass es Schäden gar nicht mehr geben kann. Und das ist der bessere Weg. Nur verdienen dann die Anwälte nichts mehr. Ne? Und äh, insofern ist, haben hier möglicherweise Anwälte als nicht bewusste Lobbyisten wider Willen ihre eigenen sparteninternen vorteilbringenden Irrtümer äh, weitergegeben. Oder es haben andere, die infiziert sind durch die vorteilbringenden Irrtümer der äh, Anwälte, äh, der Rechtssparten äh, sozusagen als Lobbyisten wieder willen äh, sozusagen im Prinzip den Anwälten einen Dienst erwiesen. So und damit ist, glaube ich, aber alles gesagt. Und wir können hier wieder zurückgehen. Ne, wir können hierhin wieder zurückgehen. Und jetzt kommen noch die Kurznachrichten bzw. die kurzen Punkte in der heutigen Vorlesung der wissenschaftlichen Tagesschau. Ja, ein hauptsächlicher vorteilbringender Irrtum des Kapitalismus ist. Meide die freie Argumentokultur des wechselseitigen Falsifizierungsversuches. Ja? Also, der Kapitalismus gewinnt eigentlich, indem die Menschen sagen, oh, da ist, denkt jemand anders als ich, der könnte mich ja zu, versuchen zu falsifizieren. Der könnte ja Gegenargumente gegen meine Sichtweise haben. Sprich einfach nicht mit ihm. Dann ist das Problem gelöst. Und genau so findet ja unsere Gesellschaft ab. Statt es, man spricht einfach nicht mit Andersdenkenden. Alle sprechen nur noch mit Gleichgesinnten. Und dadurch passiert keine Entwicklung mehr. Und das kommt dem Kapitalismus zugute, des, deswegen da, so wird er dann auch nicht abgeschafft. Ne? Ja und die Erfindung des Ferntauschhandels ist wohl das Zentrale, was über allem steht. Ja, die Erfindung des Ferntauschhandels ist das, wo die Negativevolution begonnen hat, die wir jetzt mühsam versuchen zu korrigieren, gegen wo wir vielleicht aber gar keine Chance haben. Ne? Der vorteilbringende Irrtum. Selbstbewusstes, nicht zweifelndes Verhalten und Streiten ist okay, sobald frustrierenderweise jemand anders Denkendes auftaucht, dieser vorteilbringende Irrtum meiner eigenen Sparte der Psychologen äh, sozusagen. Ja lenkt hin zur Rechthaberei und zur Streitsucht und zum Vermeiden des Gespräches. Und das funktioniert doch und so wird der Kapitalismus erhalten und ich habe vorhin vergessen zu sagen, dass ich selbstverständlich als ich erkannt habe, dass unsere Psychologie äh, quasi da auch nur ein einziger großer Vorteil bringender Irrtum ist, habe ich natürlich diesen die meine Tätigkeit als Psychotherapeut sofort niedergelegt, und arbeite jetzt nur noch eben im Bereich der VIAT, der VIAT, der Vorteilbringenden Irrtümerabbautechnik, im Rahmen der als Mediator und so weiter mit diesen Techniken, die eben aber nicht Psychotherapie heißen, denn bei Psychotherapie erwartet ja der Kunde eben, dass er wieder überschüttet wird mit den üblichen Vorteilbringenden Irrtümern und damit hat das ja dann nichts mehr zu tun. Ja, ja. Aber die Psychotherapeuten der Zukunft, wenn sie überleben wollen im zukünftigen Gesundheitswesen, äh, sollten eben dann die V, äh, die Vorteilbringende Irrtümerabbau-Therapie verwenden. Denn man kann diese Technik auch einfach therapeutisch einsetzen. Ja. ja. vorteilbringender Irrtum, vermeide die freie argumentenkultur des wechselseitigen falsifizierungsversuchs. ja das ist wirklich das ist das die hauptverteidigungslinie des kapitalismus denn wenn die leute nicht mehr miteinander sprechen wenn sie das gespräch vermeiden dann ja und bis jetzt spricht ja die gesamtpartei die basis noch nicht mit uns. ja die gemeinwohllobby spricht mit uns die leiterin aber der Vorstand der Basis spricht nicht mit uns. Und damit bleibt der Kapitalismus erhalten. Ja, und damit die gesamte Schädlichkeit. Ja, die NGOs legen das gleiche Geschäftsgebaren an den Tag wie Sekten. Bei Sekten geht es auch immer dazu, die Menschen zum Spenden zu bringen, damit andere davon profitieren können. Und NGOs machen genau das Gleiche. Das gleiche Geschäftsmodell. Irrtümer können auch mal so irgendwie entstehen, aber meistens stammen sie aus Sparten und sind vorteilbringende Irrtümer, die multipliziert werden, wurden zum Beispiel durch die Medien als Partner der Sparten. Ne? das sagen haben durch das jetzige Grundgesetz ach so noch mal kurz zu den Schwachpunkten der bisherigen des bisherigen Zwischenstandes der äh, Verfassung der äh, Gemeinwohllobby das sagen haben bisher beim alten Grundgesetz die Konzerne und die Lobbyisten statt die Wähler und der Fehler bei der Gemeinwohllobby bisher ist jetzt sollen wieder andere nämlich Tiere der Käfer ja der Planet und so weiter das Sagen haben, wieder nicht die Wähler. Und wir sagen, nein, wir müssen rückhaltlos, wir müssen den gesunden Egoismus unserer Wählerinnen anerkennen und respektieren und müssen sagen, nein, das Sagen bekommen jetzt die Wählerinnen. Sie, liebe Wählerinnen, bekommen das Sagen. Ne? Das ist unser Ansatz. Ja, nochmal sieben Tage die Woche sitzen je 50 Menschen in unseren Vorlesungen, also äh, unserer Weltrat Next Scientist for Future Universität. Ja, Also von den vielen hundert, die täglich unsere Sendungen anklicken, irgendwelche Texte von uns aufrufen. Kann man sagen, dass natürlich nur circa 50 Menschen auch wirklich eine Vorlesung dann auch zu Ende hören bei uns. Ne? Aber auch, ja, und die anderen, die, die hören mal rein in die Vorlesung, gehen früher oder äh, hören unkonzentriert zu und so weiter. Aber circa 50 Menschen, und damit müssen wir wohl zufrieden sein, dass wir eben Woche für Woche. 350 Menschen in unseren Vorlesungen sitzen haben in, oder in, in unseren Studientexten vertieft haben. Ja, ja der zentrale Vorteilbringende Irrtum des Kapitalismus, weil es eben so wichtig ist, nochmal wiederholt: Sprich nicht mit Andersdenkenden. Ja, das ist der zentrale Vorteilbringende Irrtum der Selbsterhaltungsvorteilbringende Irrtum, mit dem der Kapitalismus sich selbst erhält. Wer oder was wirkt als Multiplikator der vorteilbringenden Irrtümer? Ja, die Mediensparten, die bekommen was ab von der Beute, die aus zum Beispiel meiner Esssuchtgefährdetheit resultiert, ja. Das ist also nochmal wichtig. Für viele vorteilbringende Irrtümer vieler Sparten sind die, sind die sozusagen die, die Medien, die Multiplikatoren und die bekommen halt immer etwas ab von der Beute der jeweiligen Sparten. Ja. ja. Das war's mit der heutigen Vorlesung beziehungsweise wissenschaftlichen Tagesschau heute. Tschüssi, bis bald.